Radio Orange. Von hier macht Herbie Leutsch sein politisches Wochenmagazin Trotz allem. Diese Radiosendung, die jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr ausgestrahlt wird, versteht sich als Alternative zu den kommerziellen Radiosendern. Ja, und bei Trotz allem begrüßt euch heute wieder Herbie Leutsch, der auch für den Inhalt der Sendung verantwortlich zeichnet. Ja, na, Trotz allem ist ein politisches Wochenjournal mit der Idee, mit dem Hauptschwerpunkt auf alternative Berichterstattung aus dem alternativen Bereich. Und wo die großen Medien vielleicht auch ein bisschen happern in der Berichterstattung, da versuchen wir ein bisschen nachzuhelfen. Mit dieser Nachhilfe begann er bei der Schülerzeitung und beim Start von Radio Orange nutzte er die Gelegenheit, um von Anfang an dabei zu sein. Wie gesagt, der Weg zu Radio war in dem Augenblick, wo die Lizenz da war, zum Senden, habe ich mich gemeldet und gesagt, ich will mitmachen. Und ja, und seit 1998 mache ich mit. Mitmachen bedeutet auch viel unterwegs zu sein. Zuvor im Studio recherchierte Stories werden vor Ort nachrecherchiert. Den Weg dorthin bewältigt er mit dem Fahrrad und bei ganz heißen Themen liefert er Live-Berichte direkt vom Ort des Geschehens. Wir stecken da stecken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Journalisten vor der Betriebseinfahrt 1. Wir werden weiter berichten. Auf aktuelle Infos dazu gibt es auch auf Nachrichten.net. Im Laufe der Jahre sammelte sich ein beträchtliches Archiv mit Zeitgeschichte der jüngeren Vergangenheit an. Diese Aufzeichnungen zu erhalten, ist Herbie ein wichtiges Anliegen. Wenn es uns nicht gelingt, diese Unterlagen für mindestens 50 Jahre oder länger zu bewahren, dann glaube ich, wird nicht mehr die Polizeigeschichte da sein, dann ist das wieder so eine Chance. Das heißt, eben, wie gesagt, der Rollstuhlfahrer hat die Polizei attackiert. Auf der Suche nach der Wahrheit scheut sich Herbie auch nicht, dem Bundeskanzler unbequeme Fragen zu stellen. Wie können Sie sich so etwas gefallen lassen, dass das Innenministerium offiziell die Bevölkerung und alle eigentlich, wo es um Wahrheit geht, belügt? Na, er stellt immer Fragen, die sehr individuell sind. Also es kann passieren, dass an einem Tag, wenn ich 100 Fragen bekomme, er eine stellt, die ganz anders ist. Und ich kenne ihn als jemanden, der nicht locker lässt, wenn er etwas wissen möchte. Und das ist für einen Journalisten eine wesentliche Voraussetzung. Sprach der Bundeskanzler und wandte sich dankbarem Publikum zu. Ja, das war Trotz allem für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao, Papa, und falls nicht.